Willkommen zurück, meine verehrten Schamanen. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Shaman King Master of Spirits. Und ja, wie ich es versprochen habe, ist es genau exakt dieselbe Stelle wie vorher auch. Und deshalb schauen wir mal heute, wie wir das Ganze angehen. Wir müssen mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Ich habe jetzt sehr, sehr lange kein Shaman King mehr gespielt. Und ich bin mir auch nicht so sicher, wie lange das Spiel noch geht. Es kann sein... Oh wait, ja stimmt, ich wollte doch mal José ausprobieren. Oh, nice. Kannst du... Ja genau, bitte. Bitte greif weiter an. Nein. Das Ding macht nämlich viel mehr Schaden, als es jemals sollte. Okay, sehr schön. Du droppst ein Gegengift. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Spiel ist. Ich denke mal, es wird auf 10 hinauslaufen, auf 10 Parts. Vielleicht auch 15. Aber ich denke, dann haben wir vermutlich alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Und wir benutzen erstmal das Sushi. Dann kann ich nämlich das Gegengift nutzen. Okay, das war irgendwie ein bisschen lucky, dass ich das direkt gedroppt habe. Wow. Slash Heal Cell, also Slash. Ich habe kein Furioko mehr. Gut, dass der... Wow. Stimmt, du warst ja so Herkules-mäßig. Beziehungsweise Zeus. Ashcroft. Okay. Sein Name ist Ashcroft. Und wir haben jetzt den Schlüssel für das Gebiet. Sehr schön. Lass mich erst mal schauen, was macht der gute Ashcroft. Vielleicht taugt er ja mehr als Yamagami, von dem wir im letzten Part herausgefunden haben, dass es eine absolute Todesfalle ist. Greift mit Wurfsperren an. 20 Furioku. Okay, du kostest einiges. Aber unser Furioku hat sich regeneriert. Okay, ich muss mal wieder ein bisschen reinkommen. Habe auch schon lange keine Platforming-Games mehr gespielt. Also in letzter Zeit habe ich wirklich nur JRPGs und eben To the Moon gespielt. Was ja wirklich alles andere als Spiele sind, bei denen man viel Action zu erwarten hat. Also beziehungsweise viel Input-Action. Wobei, ich habe Mario und Luigi Superstar Saga gespielt. Da muss man tatsächlich eine ganze Menge Input geben. Das gibt es in dem Nintendo Switch GBA Online Service. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Wenn auch ein bisschen unfair, weil trotz dessen, dass es ja so ein interaktives Kampfsystem hat, weiß es einen so richtig schön an der Nase herumzuführen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo zur Hölle war die Tür? Ich weiß, wir sind irgendwann in einem der vorherigen Parts, beziehungsweise im vorherigen Part darauf gestoßen. Aber ich habe komplett vergessen, wo die Tür ist. Okay. Ich bin auch übrigens am Überlegen, eine non-lineare, beziehungsweise auch eine non-regularly-Serie zu machen, bei der ich Comfy-Games spiele. Also, sowas wie, was habe ich denn da zur Auswahl? Coral Island, was jetzt Humble Choice ist, Slime Ranger und halt einfach nur so Sachen, die dazu dienen, mal zwischendrin so ein bisschen zu entspannen. Normalerweise ist das ja gar nicht mein Cup of Tea, aber ich denke, vor allen Dingen, wenn ich halt irgendwelche Sachen erzählen will und ein bisschen was auf dem Bildschirm passieren soll, sind die... Ach nö, jetzt geht das schon wieder los. Sind diese Spiele eigentlich ziemlich solide dafür geeignet. Und ich denke, es würde sich lohnen, vor allen Dingen bei einer Person wie mir, die halt immer eine ganze Menge zu erzählen hat, doch so ein Spiel mal zu spielen, nicht wahr? Und ich würde es dann halt so machen, dass ich die Serie dann immer on-off mache, so wie meine Gäste Games. Das heißt, mal habe ich Bock drauf und spiele es halt, keine Ahnung, eine ganze Woche durch als reguläres Let's Play. Mal habe ich vielleicht keinen Bock drauf und sage dann, okay, gut, genug gesehen davon, reicht. Wait, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Wo war die Tür in dem Gebiet? Ach, wait, die war bis oben. Okay, ich kann mich wieder erinnern. Das war da, wo wir José bekommen haben. Genau hier, also war es ja doch nicht ganz... Ah, José.
Also war es ja nicht ganz verkehrt, dass wir einmal durchgelaufen sind. Habe ich mich auch wieder ein bisschen mit der Karte vertraut gemacht. Damn. Dürft auch gerne alle mal ein bisschen schneller sterben. Okay. Und dann bist du natürlich kein Problem mehr, José. Dann kann ich dich einfach so niedermähen und die Tür öffnen. Oh, wait. Ich habe gerade gelernt, Jo hat einen Backstep. Und dieser Backstep ist, wenn man zweimal nach unten drückt. Das ist so kontraintuitiv. Das ist so dermaßen kontraintuitiv und intuitiv. Ich kann nicht mehr reden. Aber gut, wir haben das Gebiet hinter uns gebracht. Sehr schön. Und jetzt geht es hier die Wasserfälle runter. Da oben geht es wieder zurück zu Fausts Schloss. Dem Pfad haben wir, beziehungsweise Friedhof. Dem Pfad sind wir noch nicht abgegangen. Das heißt, hier könnte es irgendwas geben, was wir haben wollen. Und ich denke, es wäre nicht verkehrt, einmal die Perspektive zu sehen. Ist ja immer so eine schwierige Sache einzuschätzen, was man wo holen kann und ob man es will. Hier haben wir noch nicht den Doppelsprung, also kommen wir noch nicht hoch genug. Alles klar. Dann muss ich wohl wieder zurückgehen. Und dann gehen wir zum Wasserfall. Wait, bevor ich einen Fehler mache. Ich hätte nämlich schon wieder fast den Fehler gemacht, hier nicht zu speichern. Welcome. Please come again, das passt schon. Okay. Oh mein Gott. Hm. Wait, was? Du hast mich vergiftet? Ein fliegender Typ mit einem Speer hat mich vergiftet? Welcher Spiellogik ist das denn entsprungen? Oh, nehme ich Fledermaus. Oh Gott, nein. Oh nein, was? Oh Gott. Das wird ja... Ah, das wird ein Spaß. Nevermind. Das lief doch besser als gedacht. Okay, okay. Au! Da wir hier noch eine Truhe haben an einem unerreichbaren Punkt, denke ich, dass wir nach diesem Gebiet oder nach dem Gebiet danach eventuell den Doppelsprung endlich bekommen. Oder ich muss mich einfach runtersliden lassen. Das kann natürlich auch sein. Aber das ergibt ja sprungtechnisch keinen Sinn. Ich kann mich ja nicht hier runterfallen lassen und dann den Sprung nachjustieren, oder? Ich will es noch einmal versuchen. Nee, kann ich nicht. Also geht das nicht. Dementsprechend kann ich jetzt nur darauf hoffen, dass wir bald den Doppelsprung bekommen. So. Dann geht's hier weiter. Easy, easy. Und hier haben wir eine Tür. Alles klar. Daran soll es nicht scheitern, hoffe ich zumindest. Bam, 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 bam. Okay, die Stacheln habe ich gesehen. Das hat noch gepasst. Oh, okay, ich brauche doch keinen Doppelsprung. Ein Hotdog. Nice. Hotdog ist ein gutes Zwischenhighlight-Item für uns derzeit, deshalb sage ich dazu absolut nicht nein. Hallo, Genie. Er ist einfach Jen. Warum heißt der Genie Jen? Okay, dann schauen wir mal, was Jen machen kann. Jen kann 50 Feinde und er wird dir einen Wunsch erfüllen. Das heißt, ich opfere einen passiven Slot. Hier passend jetzt Gabriel, weil ich den sowieso nicht mehr gebrauchen kann. Und nachdem ich 50 Feinde mit Jen besiegt habe, gewährt er mir einen Wunsch. Das klingt ziemlich interessant, vor allen Dingen, weil ich halt sehr viel Kleinkram mit diesen Fledermäusen hier besiege. Genau, und zack, schon zwei weg. Grüße an meinen Hund. Ich werde mal eben das Fenster zumachen, bis gleich.
So, ich bin wieder bereit. Ist gerade Abendzeit, das heißt, da ist mein Hund besonders aktiv, weil natürlich all die Leute hier vorbeilaufen und da muss man natürlich mal... Oh Gott, nein. Da muss man natürlich mal ordentlich alle Leute anbellen, nicht wahr? Haha. Aua! Aua! Ich wollte zu viel. Okay. Aber ich will mir das auch nicht entgehen lassen. Ich meine, 50 Gegner zu besiegen ist jetzt nicht so schwer, aber es ist halt immer noch ein kleiner Zeitaufwand. Aua! Oh man. Komme ich hier überhaupt wieder zurück auf die normale Art und Weise? Ich glaube nicht. Weil ich hier einfach an die Decke stoße. Das heißt, ich muss einmal komplett außenrum. Ist ja nicht schlimm. Dann gehen wir mal kurz außenrum. Ist ja null Problemo, wie ihr sehen könnt. Ja, und mit dem Speer noch erwischt. Die Coin will ich natürlich haben. Wir nehmen alles Geld mit, was wir kriegen können, damit wir highlight-technisch nie in die Bredouille kommen. Weil das ist echt nicht schön. Und wir haben schon 15 Gegner besiegt. Wir werden euch wahrscheinlich sogar den Wunsch gleich sehen, einfach nur, weil das gerade so schnell geht. Ich hoffe nur, dass ich da unten kein Magatama übersehen habe. Das wäre ein bisschen uncool. Noch mehr Fledermäuse. Na gut, wir laufen mal weiter. Hey! Warum hast du jetzt einen Ultraschallangriff? Und wir fallen hier runter. No way. No way. Das ist ziemlich frech, muss ich sagen. Ich finde es wirklich gemein, dass man den gesamten Weg nochmal außen rumlaufen muss, wenn man da einmal runterfällt. Oh boy. Das ist gar nicht cool. Egal. Wir sind eiserne Gamer. Wir lassen uns von sowas nicht aufhalten, nicht wahr? Und deshalb machen wir das doch problemlos. Und wir haben schon auf 21 runtergebrochen. 20 jetzt. Es ist sehr nice. Easy, easy. Komm her. Jawohl. Ich bin echt gespannt, was der Wunsch ist. Vermutlich nur sowas wie, hey, du kannst dein Leben auffüllen oder so. Was natürlich bei einem langen Level wie... Oh Gott, nein. Wie dem Faustschloss... Oh nein, was? Was bei so einem langen Level wie dem Faustschloss natürlich auch absolut Sinn ergeben würde. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Wie ihr sehen konntet, die haben mich einfach in der Luft gehalten. Das ist echt uncool. Aber gut. Haben wir einfach mal einen Hamburger gesnackt und ich hoffe wirklich, dass Jen uns nicht einen Wunsch erfüllt, der einfach heißt, ja, du kannst dein Leben auffüllen. Vielleicht gibt er uns ja wirklich was Cooles. Wir haben es ja gleich. Noch 9 Stück. Ich sag ja, 50 Gegner sind im Spiel echt nicht so schnell, wie die halt hier sterben. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich mein Leben gar nicht erst aufgefüllt. Erreichen wir jetzt den Stamm der Schamanen? Ah, gefährlich. Spawnt das auch wieder? Ich habe das Gefühl, hier muss ich schnell drüber rennen. Okay, resetten wir kurz. Jetzt weiß ich ja Bescheid. Respawnt nicht. Zack, lauf. Run, yo! Sehr schön. Ich habe mir das mit dem Backstep ein bisschen gemerkt. Es ist halt für manche Situationen echt nicht schlecht zu wissen. So, noch ein Gegner. Ah, es ist nicht mal da. Oh mein Gott, was hat er uns gerade mit... Was auch immer, waren das 10 Yen? Hat er uns mit 10 Yen abgespeist? Was ein Arsch. Ich meine, Free Highlight zu bekommen ist nicht verkehrt, wenn wir eine gewisse Anzahl an Gegner besiegen, aber trotzdem. Silver, hast du schon mit dem Rat gesprochen?
Jo, du darfst nicht weitergehen. Magister ist ein... Ich habe gerade erstmal überlegen müssen, wer Magister oder beziehungsweise ob Magister hier ein Titel ist. Deshalb wollte ich Magister Name einfügen. Also ist ein lesen. Aber da steht einfach nur Magister, die Person Magister, namens Magister, ist ein böser, verschlagener Mann. Er hat da vorne noch türkische Fallen aufgestellt. Es ist zu gefährlich. Du glaubst doch nicht etwa, dass er meinen Jo schlagen könnte? Eigentlich. Silber, hast du etwas herausgefunden? Magister besitzt eine Furyoku-Stufe, die sogar mit Siki mithalten kann. Das ist so ein convenient Plothole. Und es heißt, er habe darauf verzichtet, am Schamanenturnier teilzunehmen gegen den Willen des Geisterkönigs. Was? Er wollte also nicht Schamanenkönig werden? Ich dachte, das wäre der Traum eines jeden Schamanen. Nicht wirklich. Vielleicht fehlt ihm einfach die Geduld, jeden einzelnen Kampf zu absolvieren. So ein Blödmann. Er ist sehr mächtig, Jo. Als er Mitglied des Dobi-Stammes und des großen Schamanenrates, hör mich bitte an, das Turnier kann es sich nicht leisten, einen Kämpfer wie dich zu verlieren. Anna, sag doch was! Jo wird niemals besiegt werden. Er wird einmal Schamanenkönig sein. Anna, du hast den Manga nicht gelesen, kann das sein? Ihr versteht nicht, wie unglaublich mächtig Magister ist. Ich kann es einfach nicht dabei belassen, Silva. Das wäre nicht richtig. Ich kann nicht zulassen, dass die Furcht mir diktiert, was ich tun kann und was nicht. Dann werde ich dich auf die einzige Weise überreden, die ich kenne. Kämpf mit mir, Jo, denn wenn du gegen mich verlierst, dann verlierst du sicher auch gegen Magister. Es würde natürlich super viel Sinn ergeben, von ihm den Doppelsprung zu bekommen. Au. Silva hat eine Besonderheit, die die meisten Schamanen des Stammes teilen. Oh. Und das ist, dass sie von mehreren Spirits Gebrauch machen. Normalerweise verlassen sich die meisten Schamanen nur auf einen einzigen Spirit. Nein! Okay, das konnte ich irgendwie verhindern. Ah, ich wollte schnell nach unten tappen, aber es hat nicht funktioniert. Ah, ich habe den Schaden nicht richtig einschätzen können. Okay, gut. Dann werden wir uns gleich in dem Kampf gegen Silva nochmal wiedersehen. Bis gleich. Okay, wir sind zurück in dem Kampf. Wir haben nur ein kleines Problem. Wir wurden vergiftet unterwegs und ich habe kein Gegengift. Das heißt, das könnte ein schwieriger Kampf werden, da ich jetzt permanent Schaden bekomme. Aber wir können es auch Brute forcen, denn der Djinn hat mir was Cooles dagelassen, nämlich Nudelsuppe. Und die Nudelsuppe hat ja den großen Vorteil, dass wir das ganze Leben dann wiederherstellen. Oh, ich sehe es gerade. Wir haben bereits wieder alles hinter uns gebracht. Okay, sehr schön. I'm out of Furyoku. Hey, komm her. Ich kann ihn sehr gut brute forcen tatsächlich. Ich wusste vorher einfach nur nicht, wie ich sein Damage einschätzen soll, aber jetzt, wo ich das weiß, ist das eigentlich ehrlich gesagt kein Problem. Schnell, 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 schnell. Upp, das war knapp. Das Ding hätte mich fast komplett getroffen. Nice! Okay, Silber war keine zu große Herausforderung, jetzt wo ich wusste, was er zu tun, was er macht und was ich zu tun habe. Also sehr praktisch. Bling! Unglaublich, deine Macht ist gewachsen. Du hast mir eine Menge beigebracht, Silber. Also willst du es wirklich tun? Glaubst du, du kannst Magister besiegen? Ich werde mir was einfallen lassen. Typisch. Anna, machst du dir denn keine Sorgen um ihn? Nicht im geringsten. Tja. Die Asakura-Familie hat sich ja um einen feinen Erben und eine nette Braut für ihn ausgesucht. Jo, wir müssen uns beeilen.
Die Orakelbarriere. Ein Kraftfeld, das vom Dobi-Stamm erzeugt wurde, blockiert den Pfad vor euch. Das ist richtig. Man kann sie nur mit einem Totem-Attack überwinden. Aber zuerst musst du all meine Schutzgeister einsammeln, denn sie sind zerstreut worden. Du kannst keine Totem-Attack ausführen, wenn du nicht alle 5 Schutzgeister dabei hast. Danke, Silver. Ich werde eure Fortschritte von der Herberge aus mitverfolgen. Möge der Geisterkönig über euch wachen. Das ist ein bisschen cheap, muss ich gestehen. Aber wir sehen scheinbar auf der Weltkarte, wo sich die 5 Teile befinden. Und da dürfte es kein zu großes Problem werden. Und ich denke, wenn wir die 5 Teile haben, dann geht es vermutlich ins Finale des Spiels. Das heißt, für heute ist auf jeden Fall erstmal alles erzählt. Und wir haben jetzt eine Menge Backtracking vor uns. Mal sehen, was das wird. Falls das schon direkt ein Doppelsprung sein sollte, freue ich mich schon ein bisschen drauf, muss ich gestehen. Andernfalls lassen wir uns einfach mal überraschen, was auf uns zukommt. So oder so, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.